welchem Zustand kann sich ein Mensch befinden? Vor dem Sündenfall, also bis zum Sündenfall, befand sich der Mensch in einem Zustand der Unschuld. Das heißt, nicht heilig, aber ohne Sünde und war damit auch in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Ab dem Sündenfall befindet sich jeder Mensch von Geburt an in einem Zustand der Verderbtheit und ist damit geistig getrennt von Gott und in einem Zustand der Verlorenheit. Wer Jesus Christus nicht annimmt, bleibt bis zum Tod in diesem Zustand der Verderbtheit. Wer Jesus Christus annimmt als seinen Retter, kommt in einen Zustand der Erlösung und der Gnade. Durch Jesus Christus wird er ein wiedergeborenes Kind Gottes, hat die Vergebung der Schuld, ist gerettet aus der Macht der Finsternis, hat schon Gemeinschaft mit Gott, aber der Leib, der Körper ist noch nicht erlöst. Nach dem Tod ist ein Gläubiger in einem Zustand der Herrlichkeit, genauer gesagt noch nach der Auferstehung des Körpers, befindet sich dann der Mensch, der gläubige Mensch, in einem Zustand der Herrlichkeit, unmittelbar in der Gegenwart Gottes mit einem Auferstehungskörper. Ein Ungläubiger dagegen befindet sich dann nach dem Tod in einem Zustand der Verdammnis in Ewigkeit.